So, also Leute, heute geht es mal ums Thema Beauty, denn wir müssen ja auch das Thema, die Beauty-Sparte ein bisschen abdecken. Und ich weiß, ihr fragt euch ja schon seit Jahren, ja, was ist denn jetzt der Sunny ihr Beauty-Geheimnis, wo sie absolut drauf schwört. Und das ist, Leute, Hyaluronsäure. Und zwar nicht äußerlich angewandt, äußerlich auch in Cremes, aber auch innerlich angewandt, quasi injiziert. Injiziert. Ob das jetzt in Tablettenform ist oder als Flüssigkeit, wie auch immer, aber ich bin absoluter Fan von Hyaluronsäure. Hyaluronsäure hat ein absolut hohes Wasserbindevermögen, ja, kann die Feuchtigkeit in der Haut super speichern und binden. Absolut geniales Zeug. Wenn ich mir eine Gesichtscreme hole, dann achte ich darauf, dass da wirklich Hyaluronsäure drin ist und nicht erst an letzter Stelle steht, ja. Das Ding ist, Hyaluronsäure darf aber auch nicht, in Cremes zumindest, nicht an erster Stelle stehen. Das ist wieder zu viel des Guten, dann wirkt es wieder austrocknend. Zumindest bei mir. Egal, ich rede heute nicht von Cremes, denn die sind eh nur oberflächlich angewandt, ja, und die gehen ja nicht in die tiefsten Hautschichten. Ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass alles, was sich irgendwie äußerlich zeigen soll oder eine äußerliche Verbesserung bringen soll, von innen kommt, ne? Sei das jetzt eine gesunde Seele, ein gesundes Herz oder eine gesunde Ernährung, ja, oder eben die Supplementierung von Hyaluronsäure. Da fühle ich mich gut, da weiß ich, ich habe wenigstens mein Möglichstes getan, um später in 10 Jahren auch noch eine gute, durchfeuchtete Haut haben zu können, ja. Und ja, man weiß dann zwar später nicht, wie es gewesen wäre, wenn man das nicht supplementiert hätte, aber es ist ja egal. Ich bin ja auch ein großer Fan des Placebo-Effekts. Auf jeden Fall, Hyaluron, finde ich, sollte man einnehmen, schon Anfang 20, ja. Denn Anfang 20, da beginnt der Körper, ja, nicht mehr so viel Hyaluronsäure selbst herzustellen, ja. Also dieses Wasserbindevermögen in der Haut nimmt langsam ab, da müssen wir langsam was tun. Denn je weniger Hyaluronsäure in der Haut, erstens, desto trockener wird sie. Trockenheit macht uns faltig, ja. Und desto schlaffer wird das Bindegewebe. Als ob es nicht reicht hier, die Erdanziehungskraft und alles. Wir müssen was tun. Außerdem kann Hyaluronsäure sehr vorteilhaft sein für die Gelenke, um die Gelenke zu ölen, geschmeidiger zu machen. So, und das ist jetzt der Punkt. Ihr habt mein Booty-Workout-Video gesehen, hier. Und habe ich euch ja schon gesagt, ne, mit Squats und so weiter, da hapert es bei mir ein bisschen. Ich kann nicht so weit runtergehen, wenn ich richtig viel Gewicht drauf habe. Ist natürlich schade, aber ich habe ja meine Resultate auch trotzdem erlangt, möchte ich mal behaupten. Bei mir macht es dann nämlich Geräusche in meinen Knien. Ungefähr so, wie wenn ein altes Scheunentor, was schon lange nicht mehr genutzt wurde, ja, aus einer leerstehenden alten Scheune, wie wenn das aufgedrückt wird, ja, oder zufällt. So ungefähr, so solche Geräusche gibt das dann. Und ich habe halt unheimlich Angst davor, da was zu riskieren, wenn ich da trotzdem so hardcore schwer squatte, dass ich dann irgendwie nach ein paar Wochen mir alles ruiniert habe und der Arzt sagt, sie dürfen nie wieder trainieren, ja. Also das wäre, also dann kann ich ja. Also dann muss ich chirurgisch nachhelfen, weil dann ist mein Booty am Ende, okay? Passt auf, ja? Auch da kann Hyaluronsäure helfen, ja? Und das hat sich wohl auch eine Firma namens Medico Hyl Pharma gedacht. Und zwar haben die mir nämlich Hyaluronsäure in Flüssigform zugeschickt. Natürlich vegan, aus Pflanzen gewonnen, ja, nicht irgendwie aus dem Tier oder so, ist klar. Die kennen mich auch, die haben mich ja jetzt schon lange verfolgt, diese Firma. Die wissen, dass ich nichts Tierisches zu mir nehme. Auf jeden Fall haben die mir, netterweise, ja, haben die mir hier was zugeschickt gehabt. Atrohyl, ja, Atro, da merkt ihr schon, das hat so einen medizinischen Gelenk-Hintergrund. Und hat aber auch gleichzeitig diesen Beauty-Effekt für die Haut, ja, und für das ganze Bindegewebe. Medico Hyl Pharma heißt die Firma, Atrohyl Liquid. Ich habe das jetzt 4 Wochen genommen. Jeden Tag 10 Milliliter soll man davon nehmen. Da ist nur drin Wasser, Hyaluronsäure und Kombucha-Tee-Extrakt. Kombucha-Tee hat Vitamin B1, Vitamin B6 und Vitamin B12. Ist ein super Entgiftungsgetränk, ja. Und ich habe das genommen, ja. Ja, die Firma wird sich auch gedacht haben, was ist los mit dir, Alter?
Sunny, geh mal runter, erst du grassmäßig, wenn du Booty-Resultate willst. Klar, dein Booty ist schon gut, aber könnte besser sein. Mach mal hier was für deine Knie. Und außerdem bist du ja eh nicht mehr die Jüngste, muss man langsam hier was tun. Okay, ich hab's getestet. Leute, ich finde es wirklich total geil. Erstens mal schmeckt es richtig gut. Und zweitens, überhaupt das Gefühl, flüssige Hyaluronsäure zu trinken, naja, und da schon mal präventiv alles getan zu haben für meine Haut, für mein Bindegewebe, finde ich toll. So ein bisschen Anti-Aging. Und ganz ehrlich, das Kniegeräusch, das schreckliche Scheunentorgeräusch, ist definitiv besser geworden, ich schwöre. Und ich kann tiefer runtergehen jetzt mit mehr Gewicht bei den Squats. Ich kann mehr Gewicht draufpacken. Ich weiß gar nicht, ich hatte nicht viel bei meinem Booty-Workout im Fitnessstudio. Ich glaube, ich hatte 20 Kilogramm drauf. Und jetzt kann ich mit 40 Kilogramm richtig schön tief gehen. Das steht jetzt mal eng im Zusammenhang, möchte ich mal behaupten. Weil seit ich das nehme, hat sich das definitiv gebessert mit diesem schrecklichen Knirschen in den Knien. Knirschen ist untertrieben. Wirklich toll. Und ich finde auch, dass die Haut wesentlich... Sie fühlt sich besser an und sieht auch ein bisschen besser aus, muss ich sagen, ja. Also, ich fühle mich gut durchfeuchtet, ja, ich habe kein Trockenheitsgefühl und ich möchte das jetzt einfach mal darauf zurückführen, weil ich nehme das jetzt 4 Wochen lang und das hat sich wirklich alles sehr verbessert. Ich finde das ein super Zeug, ja, vegan, alles wunderbar. Ja, weil Hyaluronsäure ist ja auch Bestandteil der Gelenkflüssigkeit, ja, in den Knien zum Beispiel. Eine Studie hat nämlich auch ergeben, dass eine einmalige Einnahme von 3 Millilitern Hyaluronsäure, dass dadurch 4,5 Milliarden Hyaluronsäure-Moleküle wirklich das Kniegelenk erreichten. Also das ist scheinbar definitiv wirklich wirksam, sowas zu supplementieren, ja. Nicht nur für ältere Leute, ja. Also wie gesagt, Hyaluronabbau beginnt schon Anfang 20, ne? Denn eine Flasche kostet circa, ich glaube, 59 oder 69 Euro sogar. Ich sag mal, es ist dein Geld wert, es ist hochwertig, es ist auch hochmolekulare Hyaluronsäure wirklich. Also wirklich effektiv. Eine anständige Firma, die sich auf Hyaluronsäureprodukte spezialisiert hat. Ja, aber Leute, ich habe euch was klar gemacht. Ich will euch ja nicht einfach teasen. Ich habe einfach mal nachgefragt, weil ich das Produkt so toll finde, ob ich denn nicht noch ein paar Fläschchen kriege für meine lieben Follower, ja, dass ich euch die verlosen kann. Und da hat die Firma gesagt, Mensch, Sunny, alles klar, okay, ist gut, machen wir. Okay, wir unterstützen dich. Und dann haben sie mir noch ein paar Fläschchen zugesandt. Ich habe euch klar gemacht, ja, 3 Fläschchen. So, 3 glückliche Gewinner gibt es, die das gewinnen können. Die Flasche im Wert von 60 Euro. Wenn ihr die gewinnen möchtet, was müsst ihr denn dafür tun eigentlich? Ja, ich weiß nicht. Aber wir machen das über Instagram, ne? Und müssen wir bei Instagram followen, meine Facebook-Seite liken, was kann man auch alles machen? Postet irgendwas. Irgendwas Lustiges für mich. Je lustiger, desto schöner. Ja? Der mich am meisten zum Lachen gebracht hat, der bekommt ein Fläschchen. Wir müssen ein bisschen mehr Humor verbreiten. Ja, Video ist natürlich am besten. Ne? Klar, Leute, die per Video mitmachen, kleine Videosequenz, ein kleines Sketch oder so. Egal, irgendwas. Oder ein Tänzchen, so einen kleinen Booty-Shake auch gerne gesehen von mir. Oder halt ein Foto, klar, geht auch. Und verlinkt mich natürlich. Und mit dem Hashtag, was machen wir? Sunnys Hyaluron-Geheimnis. Sunnys Hyaluron-Geheimnis. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit eine Freude machen. Ne? Ich dachte mir, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, vielleicht was klar zu machen für euch, dann mache ich das doch, ja. Es geht ja nicht, dass nur ich irgendwie hier plötzlich wesentlich tiefer squatten kann und wesentlich besser aussehen. Möchte ich ja teilen mit euch, okay? Postet irgendwas Lustiges, verlinkt mich und postet den Hashtag Sunnys Hyaluron-Geheimnis drunter. Und dann suche ich mir 3 glückliche Gewinner raus. Ja, das war mein Tipp. Also generell Hyaluronsäure empfehle ich immer. Äußerlich und innerlich angewandt. Guckt natürlich, dass die Hyaluronsäure pflanzlichen Ursprungs ist. Ne? Ganz wichtig. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Ne? Das ist klarer Vorteil der Firma Medicohyl Pharma. Okay, Leute, so viel heute dazu, zu meinem kleinen Gewinnspiel. Macht's gut, bis dann und trinkt viel, lacht viel, seid entspannt, macht euch keinen Stress, genießt den Tag
und den Abend. Macht's gut, ciao.